Was geht? Corey hier. Willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo wir einfach die Bibel lesen. Ich euch zeige, wie man die Bibel liest, indem man die Bibel liest. Macht das Sinn? Wenn nicht, schreibt es mir unten in die Kommentare. Bevor wir anfangen, nehmt doch Stift und Papier raus. Ich vergesse das jedes Mal zu sagen, aber vergesst doch nicht, auch Notizen zu schreiben. Sonst vergessen wir Sachen. Wir vergessen die Sachen so schnell. Wir lesen ab Vers, wo sind wir? 42. Und da heißt es, doch, und hier geht es noch weiter vom letzten Vers, aber das könnt ihr euch ja anschauen. Markus Kapitel 9 bis 41. Jetzt geht es weiter mit 2 bis 42, von 42, ab 42, meine Güte, ab 42. Doch wer schuld daran ist, dass diese Kleinen, die an mich glauben, diesen Glauben verlieren, der wäre besser daran, mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden. Wenn deine Hand dich zum Bösen verführt, dann hack sie ab. Es ist besser, mit nur einer Hand in den Himmel zu kommen oder nur mit einer Hand in den Himmel einzugehen, als mit zwei Händen ins ewige Feuer der Hölle zu kommen. Wenn dein Fuß dich zum Bösen verführt, dann hack ihn ab. Es ist besser, mit nur einem Fuß in den Himmel einzugehen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dich zum Bösen verführt, reiß es aus. Es ist besser, halbblind in das Reich Gottes einzugehen, als zwei Augen zu haben und in die Hölle geworfen zu werden. Wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Salz ist gut, umzuwürzen, aber wenn es seinen Geschmack verliert, wie soll man es wieder salzig machen? Ihr müsst die Eigenschaft des Salzes in euch tragen und ihr Frieden und in Frieden miteinander leben. Lesen wir den Vers 42 nochmal in einer anderen Übersetzung. Und da heißt es, wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Okidoki, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Gut, dass ich die Videos austeilen kann, trennen kann, denn hier sieht es ein bisschen da aus, als ob es einen Sprung in der Story gibt. Aber alles hat irgendwo einen Zusammenhang, weil es ging ja gerade darum, dass die Jünger gegen jemanden anderes waren, obwohl sie im Glauben waren, und sich selber größer sehen wollten. Also sie hatten eine Rangliste. Und dass sie Jünger mal wieder nicht verstanden haben, was Jesus erzählt hat. Und wir lesen hier weiter, und da heißt es, wer jemanden zum Fall bringt, also Schlachter sagt es auch, wer jemanden dazu bringt, dass er sündigt, der ist sehr, 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 sehr schlimm dran. Und er sagt, es ist besser für ihn, dass er mit so einem Mühlstein am Hals ins Meer geworfen würde. Und wenn ihr nicht wisst, was ein Mühlstein ist, dann können wir erst einmal googeln. Und dann sehen wir, das ist ein sehr, sehr großer Stein. So, dann stell dir vor, das ist unter deinem Hals und du wirst ins Meer geworfen. Du kannst sicherlich nicht mehr hochschwimmen, das heißt, du erstickst. Das heißt, das ist besser, als dass du jemanden zur Sünde verleitest. In einfachen Worten. Aber lesen wir das mal weiter, bevor wir das erklären. Und dann kommt es zu der Stelle, die eigentlich sehr bekannt ist, auch für jeden Nichtchristen, glaube ich. Die Sache, wenn deine Hand dich zum Bösen verleitet, hack sie ab. Weil es ist besser, du hast nur eine Hand und bist im Himmel, als du hast zwei Hände und kommst in die Hölle. Genauso ist das mit deinem Fuß und mit deinem Auge. Niemand auf dieser Erde, hoffentlich, versteht das wortwörtlich genauso. Wir verstehen doch alle, worum es hier geht. Und dann geht es noch weiter, die nochmal wieder ein bisschen so einen Sprung in dem Zusammenhang irgendwie hat, wo es heißt, hey, Salz ist gut. Salz ist gut. So, wenn ich meinen Popcorn esse, dann mache ich Salz drauf. Wenn du Zucker machst, dann tut mir leid, aber Salz ist gut zum Salzen. Es schmeckt gut.
Damals war Salz natürlich noch viel, viel, viel mehr wert als heutzutage, weil es hat auch Sachen frisch gehalten, weil einen Kühlschrank hatten sie ja nicht. Also Salz ist gut. Und hier ist es Salz zum Würzen. Und Salz zum Würzen ist gut. Aber was ist, wenn es ihr seinen Geschmack verliert? Stell dir vor, du hast Salzdingens, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, und du machst es auf deine Nudeln oder was auch immer und es salzt einfach nicht mehr. Was machst du denn damit? Du schmeißt es weg. Dann sagt Jesus nämlich, ihr dürft euren Geschmack nicht mehr verlieren. Ihr dürft nicht die Würze in eurem Leben verlieren. Jetzt versuche ich das ein bisschen zusammenzufassen, zusammenzubekommen. Also erstmal geht es ganz klar darum, hey, wenn du durch deine Taten, also zum Beispiel, du gehst zu diesem Mann, die Apostel hier hatten, du gehst zu diesem Mann und sagst, du sollst aufhören, Dämonen auszutreiben, denn du gehörst nicht zu uns. Und dann fängt er an, irgendwie aufzuhören oder irgendwas anderes zu machen oder aufzuhören, in Jesu Namen das zu machen oder wie auch immer. Und er sündigt. Ja, dann wären die Jünger sehr, sehr arm dran. Denn das ist eine sehr schlimme Sache, die sie tun könnten. Und was mir da einfällt, ist einfach nur, dass jeder Lehrer, jeder Pastor und sogar ich hier auf YouTube, so wenn ich euch irgendwas sage, also es geht nicht darum, wenn ihr irgendwas falsch versteht, was ich sage, oder es geht auch nicht darum, wenn ich irgendeinen Fehler gemacht habe, jeder kann mal einen Fehler machen, aber wenn ich euch ganz klar sage, ihr dürft jetzt Menschen beklauen, so ich sag euch das und ich sage, guck, hier steht, der Mensch darf den anderen Mensch beklauen, wie auch immer. Und ihr geht dann raus und beklaut Menschen und das war meine Verantwortung. Wie gesagt, dann wird es mir schlecht damit gehen. Schlechter, als es euch damit geht, denn ich habe euch verleitet dazu. Und weiter heißt es, und das ist eine andere Stelle, die ich in meinem Leben, die so stark krass ist, vertreten ist in meinem Leben. In meinem Leben geht es nämlich genau darum, um was hacke ich ab, damit ich trotzdem ein erfülltes Leben führen kann. Und hier geht es natürlich darum, was sind Sachen in eurem Leben, die euch von Gott fernhalten? Was sind Sachen, die euch von Gott fernhalten? Und in meinem Leben, falls ihr mein Zeugnisvideo gesehen habt, war das Beziehungen mit anderen Frauen, wo ich ganz klar gesehen habe, das ist meine Hand, das ist mein Fuß und das oder das ist mein Auge. Mein Auge, vielleicht Pornografie und andere Frauen und Wohlstand und Autos interessieren mich nicht, aber für manche Autos und so weiter und so fort. So, das ist das, was du begehrst, hack es ab. Also, falls du zum Beispiel als Tipp, was ich jetzt ganz viel mit jungen Christen habe, das Thema Pornografie und sowas. So, falls du ein Problem damit hast und wann passiert das? Wenn du auf deinem Handy oder deinem Laptop oder sowas schaust, dann hol dir ein uraltes Handy, was nicht mal mehr Bilder machen kann. Dein Laptop, schmeiß es weg. Also außer du brauchst es zum Arbeiten, dann mach irgendwelche Blocker drauf oder irgendwie sowas. Aber das ist dieses Harte, es ist super hart, weil Jesus heißt ja auch, es wäre hart, eine Hand abzureißen, es ist abzuhacken oder einen Fuß abzuhacken oder das Auge auszupieksen. So, das sind harte Sachen, aber es würde dir so unendlich viel helfen. Und hier ist eine Frage, die manchmal hier aufkommt, ist so, ach so, heißt es also, man könnte sein Heil verlieren. Also wenn ich irgendwann mal Jesus angenommen habe, mit all meinem Herzen und Gedanken und alles, wirklich angenommen habe, und dann gibt's irgendwas, wovon ich nicht loslassen kann ich dann noch in die Hölle kommen. Aber darum geht's, ich glaube, es geht da eher darum, dass wenn du wirklich Jesus angenommen hast, dann wirst du diese Sachen abhacken. Du wirst deinen Fuß und deine Hand und dein Auge ausspießen und hacken. Das sind Sachen, die du automatisch machen wirst über die Zeit, über deinen christlichen Werdegang. Wie gesagt, es geht nicht wirklich um die Hand oder nicht wirklich um Fuß und nicht dein Auge, sondern wir können das symbolisieren und wir können sehen, ja, die Hand steht zum Beispiel für unsere Taten. Wenn irgendeine Tat in deinem Leben dich immer wieder und immer wieder zur Sünde verleitet oder weg von Gott bringt, dann hack diese Tat ab. Oder wenn man meinen Fuß sieht, dieser Wandel, du wandelst
im Fleisch. Und das ist ja das, was das meiste in unserem Leben das Schlimme ist. So, wir wandeln im Fleisch, also wir gehen Begierden nach, Zorn und so weiter und so fort. So, diese Sachen hackt ab. Und das Auge ist natürlich die Begierde. So, lernt diese Begierden abzuhacken. Also wenn ihr unbedingt dieses eine Auto haben wollt, manchmal ist es nicht dran und dann hakt es ab, auch wenn es schmerzhaft ist. Aber, wie ich gesagt habe, ein wiedergeborener Christ, der trennt sich früher oder später von diesen Sachen, die ihn zur Sünde verleiten. Und dann nehmen wir den letzten Vers noch, und zwar ist Salz. Hier geht es eigentlich nur darum, was Jesus im letzten Satz sagt, ihr müsst die Eigenschaft des Salzes in euch tragen und in Frieden miteinander leben. Also hier geht es so ein bisschen mehr darum, dass die Jünger im Frieden miteinander leben. Aber wir lesen ja auch in anderen Versen, wir sind das Salz der Welt. Wir sind das Licht der Welt. Wir gehen raus und salzen die Menschen sozusagen. Wir geben Gottes Reich weiter an die Menschen. Das ist das. Wir verändern unseren Umfeld positiv. Und wenn wir das nicht mehr tun, und das ist ja das, was im ganzen Vers, im ganzen Kapitel ja darum ein bisschen ging, so um zu dienen, wenn wir unseren Salz verlieren oder unsere Würze verlieren, und das ist ja das, was Jesus hier sagt, wir sollen unsere Würze nicht verlieren. Wir sollen im Frieden miteinander leben und wir sollen unsere Eigenschaften des Salzes tragen. Das heißt, wir sollen weiterhin im Geiste wandeln, wir sollen weiterhin dienen, aber nicht aus dem Grund, wie wir auch schon gelesen haben, nicht aus dem Grund, weil wir angesehen werden wollen oder sowas. Nein, weil wir wissen, dass jede Person, die wir dienen, in Jesu Namen, es ist so, als ob wir Jesus dienen, als ob wir Gott dienen. Aber ja, das war einiges heute und in Kapitel 9. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Falls ich Fehler gemacht habe, verzeiht es mir. Schreibt es mir unten in die Kommentare und ich kann es verbessern. Falls ich etwas rausgelassen habe, schreibt es mir auch unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht zu abonnieren und zu liken und über das Video zu quatschen mit anderen Menschen, damit es sich verbreitet. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, Corey hier. Ihr da. Alles klar. So, ich habe hier immer zwei Sachen, wo ihr draufklicken könnt. Einmal die Playlist mit allen Markus-Evangelien und hier ist ein Video, was ich euch empfehlen kann und ja, klickt einfach mal drauf.